Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4. Ich sehe gerade, Dieter, der ist nicht erfolgreich gewesen, leider. Unsere Flotte greift die deutsche Flotte an. Oh, nice. Wir haben nicht viel verloren, gebe ich zu. Finde ich super. Aber schön, wenn wir raus können. Weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber okay. Torpedo-Experte, gerne doch. Und U-Boot-Abwehr. Yep. Dürfst du mir beides machen? Sage ich nicht nein dazu. Wie schaut es aus momentan bei den Gebäuden? 0,5. Sind es besser werden? Ja, es sind nicht die besten Bomber. Leider. Aber macht nichts mehr. Ah, Löchen aber auch. Jetzt landet ihr echt überall. Sowas von überall. Sage ich aber auch nicht nein dazu. Dich noch machen? Und ich sehe, wir haben ein paar Leute verloren, leider. Einer hier. 1, 2, 3, 4. Nochmal hier. Aber sonst passt es soweit. Yep, sonst passt's. Ich gerade sagen, hier bitte weiter angreifen. Den Port unter Dauerbeschuss stellen. Wenn wir das schaffen könnten, würde alles besser werden. Waffentechnik. Einfach mehr produzieren. Was soll's. Das passt schon. Wir haben hier eins verloren. Haben die sonst schon was verloren? Die amerikanische Flotte ist hier bei uns. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sollt ihr nicht eigentlich gegen Japan kämpfen? Eigentlich ja. Ja, unsere Pseudo-Allianten sind ein bisschen komisch dieses Mal. Nur auf ein bisschen. Na komm, ihr müsst doch einfach hier oben nur durchbrechen. So schwer ist das doch gar nicht. Können wir euch irgendwie helfen gerade? Ihr könnt sagen, Raketen. Damit man mal Düsenjets bekommt. Das wäre noch was. Einfach eine Ladung Düsenjets noch hinterher geschmissen. Wunderbar. Züge haben wir. Der hat die Leute. Was? Dänemark war noch nicht, was? Dänemark, was ist da los? Dänemark ist ja wunderbar. Du überfällst sie einfach mal. Okay. Sie gehen weg. Willst du mich verkacken? Sie gehen weg. Angreifen. Überfall Deutschland. Go, go, go. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Auch hier. Bis nach da unten durchbrechen. Go, go, go. Wir sagen jetzt Operation. Alles wird mitgenommen. Operation. Jetzt reicht's. Operation Grünes Wehr. Bitte von da die Hälfte. Dorthin und dorthin. Dann möchten wir noch. Ja, wir haben sonst nichts. Ich wollte gerade sagen, einmal alles angreifen, aber nein. Lokalisierung haben wir auch fertig. Dich noch, dann haben wir alles hier fertig gemacht. Passt. In 60 Tagen geht es der Sprit aus. Ernsthaft? Weil wir jetzt mit allem gerade angreifen, was wir haben. Okay. Das verstehe, wer will. Andere Hälfte geht darüber. Können wir vielleicht noch ein bisschen was hier abzwacken? Yep. Du nach da, nach da. Du von da nach da. Du von da nach da. Sottle. Dass wir überall ein bisschen was Grünes sehen. Sonst wird es nämlich echt schlimm für unsere Verlustrate. Kampfschiffe? Yep. Luftdoktrine. Macht gerade keinen Sinn mehr. Der Rest auch nicht. Das passt. Operation, das kann ja nicht so schlimm sein. Ist gestartet. Verluste springen nach oben. Massivst. Gerade sagen.
Bitte greift es nicht über da hinten an. Ich habe nichts. Überhaupt rein gar nichts. So, wir brauchen noch ein paar Gründe für die Annektierung. Ich meine, wir hätten zwar jetzt schon grundsätzlich genug, aber... Oh mein Gott, man kann nie genug haben. Das passt. Oh. Ah, sind wir wieder zurück, oder? Ja, sind wir zurück. Okay. Knack den Seifer hier. Dann haben wir noch ein paar Prozent mehr, wenn wir schon mal hier am Angreifen sind. Ansonsten versuchen sie gegenzuhalten, schaffen es aber nicht. Das ist wichtig, sie schaffen es nicht. Infanterie-Experte auf Angriff, yep. Mehr brauchen wir nicht, nein. Grün, grün, grün. Haben wir sie? Oh, wir haben hier alles, okay. Eine Umzingelung, so wie es ausschaut. Deutschland ist vollständig entschlüsselt, dann auch knacken. Also ist beide vollkommen knacken. Der Rest ist vollkommen egal. Brezelt durch. Brezelt einfach nur noch durch, genauso wie hier. Geht nach da oben. Die können hier nichts mehr haben. Die können überhaupt nichts mehr haben. Dänemark hat kapituliert. Dann hoffe ich mal, dass ihr haltet hier durch. Das passt. Das ist in Ordnung. Wir möchten, dass alles, was hier oben jetzt gerade unterwegs ist, alles nach da und nach da runter geht. Massiver Mega-Angriff. Das war's. Die Front muss fallen. Beschießt sie. In allen Höhen und Tiefenlagen beschießt sie einfach nur noch. Sprit, ja. Das ist noch so ein Thema. Wenn wir für 50 Tage Sprit haben, da bleibt nicht mehr viel übrig von irgendetwas. Eine Seenvasion? Ich wollte gerade sagen, nicht bei uns. Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Sollte man noch ein bisschen was an Punkte dazu bekommen, dafür, dass wir jetzt gerade so viel unseren Leuten opfern. Was echt heftig ist, muss man schon mal zugestehen. Noch einmal Cypher knacken. Wir können Großungarn mal probieren. Das wäre noch eine interessante Sache. Ansonsten hier. Doktrine, Doktrine, Doktrine und noch mehr Doktrin. Funktioniert doch. Bram, bram, bram. Heldentaten. Denkt an unsere Helden. Das ist wichtig. Und sonst können wir gerade nichts machen. Nein, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch ganz und gar nicht. Oho. Sind ein paar Flieger wieder aufgetaucht. Ja, sind sie. Können wir doch gleich wieder entgegenwirken, das Ganze. Macht sie fertig. Wenn sie denken, sie müssten unbedingt hier quasi angreifen, dann nein. Dann einfach nur nein an der Stelle. Bukarest und Co. wird auch fallen unter uns. Umfragen unter Flugzeugbesatzung. Hm. Ist doch genau das gleiche. Auffangen und sabotieren. Ausbildung. Mit dich. Leichte Panzer abschmeißen, warum nicht? Luftlandetruppen für Moral. Verteidigung. Nachschubbedarf geht gegen Null. Dann machen wir dich einfach mal. Luftsignal und zack und zack. So. Soll sich das auch mal geregelt haben? Das hat sich ebenso geregelt. Und ihr hoffentlich auch. Yep. Alle elf hier angreifen, niederballern. Genauso wie ihr. Macht sie kaputt. Diese 12 Einheiten fallen. Das war's. Rumänien ist ebenso gefallen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar.
gerade sagen, bitte noch einmal nach darüber gehen. Das wäre gut. 100 Punkte, 100 Tage noch darüber. Sind wir mit euch im Krieg auch noch? Ja, wir sind mit euch auch noch im Krieg, okay. Ihr habt wohl ein bisschen was dazu bekommen, okay. Go, go, go. Ebenso. Ab nach unten hin. Go, go, go. Die Admiräle sind voll und ganz im Einsatz. Oh, warte mal. Warum hast du eigentlich noch die zwei Kriegsschiffe hier? Die können doch zu denen hier mit dazu. Wollte ich gerade sagen. Moment, das ist doch falsch. Also komplett falsch. So aufteilen. Und das Ganze noch weiter ausbreiten. Das wäre nicht verkehrt. Genauso wie hier. Über die gesamte Küste könntest du es machen. Ist gerade egal wie. Hauptsache ihr greift was an. Irgendwo minus Infanterieausrüstung. Ja, das war klar. Das war so klar, dass wir da ins Minus kommen. Mir war viel zu viel davon. Wir hätten gerne hier mehr. Und wir hätten auch gerne hier mehr. Die Frage ist, können wir uns gerade noch mehr Jäger leisten? Nope. Das, was wir haben, haben wir einfach. So schaut es gerade aus. Das ist die blanke Realität. Und wie schaut es hier aus? Alles fokussieren auf diesen einen Punkt? Wahrscheinlich mal ja. Wunderbar. Mittleres Flugzeug, die nächste Generation, kann gebaut werden. Und wenn wir schon mal dabei sind, noch bessere Kanonen sogar. Noch ein bisschen Antriebstechnik hinterhergesetzt. Mehr zwar. Nimm mal die taktischen dazu. Wir möchten bitte 12.000 Thompsons haben. Ja. Und wir benötigen ganz, ganz dringend Sprit für unsere Aktion hier. Das ist nämlich etwas zu heftig. Türkei. 14 Stück, bitte. Ja, das passt. Dadurch sollten wir ein bisschen was am Bonus bekommen. Das ist immer noch viel zu wenig. Merke, wenn wir loslegen, haben wir Probleme mit allem. Öl können wir gerade nicht mehr ausbohren. Wäre das Schönste, mal kurz einen Ölbrunnen zu machen, aber was soll's. Wir hätten gerne fortgeschrittene mittlere Flugzeuge. Und diese sollen bitte einmal auf Nahschütze bekommen. Die Panzerkanonen, dich haben wir dann. Panzerplatten. Selbstdichten und Zusatz. Gefüllt mit noch mehr Kanonen. Bababam. Noch mehr Panzerkanonen. Noch mehr. Nicht ganz so, ist ein bisschen zu viel, okay. Fortgeschritten, das sieht genauso aus wie der alte. Ah, Gott, okay. Oh, du bist das, was wir produzieren wollen? Definitiv. Sowas von definitiv, aber auch Königreich. Wir pumpen dich voll mit Sachen. Aber zum gleichen Teil können wir auch sagen, hier ein bisschen noch zurückfahren. Da ist das auch egal. Wer seid ihr denn da? Ihr seid hier. Könnt das noch angreifen? Schaut's mit Panzern eigentlich aus. 5000 haben wir noch übrig. Ja. Wäre nicht schlecht, wenn wir die auch einsetzen würden, würde ich mal behaupten. Jagdpanzer und Affette,
Jagdpanzer und Lafette. Rein mit euch. Ansonsten. Gott sei Dank, wie viel haben wir denn bereits rausgehauen? 5 Stück, das passt. Du hier und du hier. Mehr brauchen wir gerade nicht. Seid ihr zufrieden? Die Bürde, die Hürde. Damit wir die Deutschen nachher auch richtig schön übernehmen können. Japan um Hilfe suchen müssen wir nicht. Luftfahrtverbesserung. Das wäre noch eine Idee. Können wir da vielleicht noch einfach ein bisschen mehr dazu bekommen? Weil das bisschen gerade ist echt wenig, gebe ich zu. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sagt man nämlich bitte mal, greift das Ding doch mal an hier. Bevor sie sich wieder ausbreiten können. Das braucht nämlich keiner. Überhaupt keiner. Atomreaktoren werden dann auch fertig bald. Mit Betonung auf bald. Ich möchte gerade sagen, Kronstadt, na. Das brauchen wir nicht zulassen. Das wird alles gebaut. Wir sind ja Alliierte. Also kriegen wir von der... Ja, wobei du kein Nein. Aber... Da noch ein bisschen was. Und... Der Iran auch noch was. Yep. Wie viel bauen wir gerade noch? Viel. Wir bauen noch genug und wir haben genug Öl übrig. Ja. Das wollte ich sehen. Das und nichts anderes. Großungarn ist gefallen. Das bisschen, was übrig bleibt, können wir so erledigen, nach und nach. Wir wurden entschlüsselt. Das finde ich aber nicht so gut. Das finde ich ganz und gar nicht gut. Ich hoffe, sie brechen den Code jetzt nicht, sonst wird es nämlich unschön auf Dauer. Danke für die Atomreaktoren. Jetzt wird Zeit für Atom... Zeit für die Reaktoren, jetzt wird Zeit für die Atombombe. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal die Reaktoren gebaut haben. Wir werden sie wahrscheinlich nicht mehr benötigen. Aber sie zu haben ist besser als nicht. Als gar nichts zu haben. Verbesserung der Flotte. Wir haben hier einen ganzen Batzen genommen. Huhuhuhu. Gefällt mir, gefällt mir sehr. Keine Leibwacht mehr, ach kommt schon. Lafetten und Jagdpanzer, da bräuchte man nur ein bisschen was. £14 pro Tag, das ist halt deutlich nicht wenig. Überhaupt nicht wenig sogar. So, ihr seid alle gerade verbunden hier. Yep. Machen wir doch mal eine neue Strategie. So und go. Hier ebenso. So und go. Los geht's. Gebündelter Angriff auf diese eine Stellung. So. Ihr könnt nach darüber gehen. Das war jetzt nämlich nicht mehr benötigt. Ansonsten... Na, du kannst hier nur helfen. Das passt soweit. Haben wir noch welche übrig? Irgendetwas gerade. Dich hier. Ich könnte hier noch brauchen. Ernsthaft, das reicht immer noch nicht aus. Okay, wer hat sonst noch Öl? Wer hat noch Öl übrig? Der Iran. Alles mitnehmen. Ja, nein, das reicht immer noch nicht. Das reicht immer noch nicht aus. Okay, einmal so zurück. Vereinigte Staaten, hey, guck mal. Nochmal ein paar Stück. Jetzt muss es langsam aber echt reichen. Weil mir geht nach und nach wirklich alles aus. Sagen, was ist denn das für eine Armeefront hier eigentlich gerade?
Go, go, go. Hier unten auch mal, hier runter. Go, go, go. Keine Ahnung, wie es euch hierhin verschlagen hat. Der Rest ist noch am Rodeln hier oben. Yep. Er wird nur ein bisschen dauern. Haben wir denn... Hm. Ja, den geht's noch zu gut. Den geht's noch zu gut. Deswegen bauen wir mal kurz noch zwei Häfen hin. Das Beste, was man machen kann, um den Gegner zu ärgern. Zwei Häfen hinsetzen. Wunderbar. Muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Ansonsten, was heißt, die Maßnahme ist abgeschlossen. 4 Millionen Tote. Zu 3 Millionen Toten. Wir bluten hier. Wir bluten hier massivst. Die Ein-China-Politik. Okay, probiert's aus. Probiert das Ganze aus. Erdfilterung wird verbessert. Machen wir gleich weiter damit. 300 hier und dort drüber hin. Darüber hin. Und darüber hin. Genau, jetzt haben wir nämlich auch hier die Lufthoheit wieder ein bisschen mehr. Wir schießen den Gegner hier ab. Bis zum geht nicht mehr. Die Hälfte von euch nach da unten hin. Das gesamte Gebiet muss grün werden. Wird's auch. Ich kann sagen, es wird grün. Albanien und Co. wird alles fallen. Unter unserer Macht wird alles fallen. Genauso wie hier oben wird auch alles fallen. Sobald mal die zwei Häfen gebaut sind. Dann auf jeden Fall. Flugzeugmodellisierung. Ja, Bomberreichweite erhöhen, etc. pp. Sage ich nicht nein. Wir machen gerade einen Angriffsstopp, stelle ich fest. Ja, der ist auch dringend notwendig. Der ist da oben mehr als dringend notwendig. Lenkraketen sind fertig. Ein bisschen mehr Forschung betreiben. Kann nicht schaden. Oh, komm schon. Yep. Leiten wir den Angriff? Ja, leiten wir sogar. Oh, ich bin stolz drauf. Komm, komm, mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg. Ich glaube an euch. Ploppt alles weg. Leider kein Überrennen, aber man kann nicht immer alles haben. So. Ich hätte gerne hier mal eine Armee von euch hier. Bis nach dort rein. Umstrukturieren, wie ihr wollt. Das ist mir gerade Jacke wie Hose. Da habt ihr freie Auswahl. Und wenn ich schon mal gönnerisch bin, bekommt ihr eine ganze Ladung neuer Kanönchen von mir. Ist das nicht herrlich? Das ist herrlich. Und dann sagen wir noch, dass alles, was da unten war, soll bitte einmal nach hier oben mitkommen. Darüber. Darüber gehen. So, passt schon. Haben wir doch sogar ein bisschen mehr noch anzubieten. Sie ist entweder oder überall. Das heißt, ich wollte gerade sagen, scheinbar noch ein bisschen Wassertorpedos und sowas zu haben. Das passt. Das passt schon. Sonst noch irgendetwas. Yep. Du hier reduziert. Dich können wir mal lassen. Öl behalten wir auch ganz, ganz dringend noch. Ansonsten Industrie. Ja, unser Kriegsfaktor ist allgemein einfach ziemlich weit unten, stelle ich fest. Ist ein bisschen arg unschön. Ja. Können wir nichts machen. Können wir nichts machen, hilft ja alles nichts. Bisschen mehr Triebwerkstechnik ist in Ordnung. Und noch mehr Öl. Ich möchte nicht auf beiden anderen, auf die anderen angewiesen sein. Das wäre echt unschön. Und wenn wir sie haben. Ja, gut, komm, weißt du was? Wenn wir schon mal die besseren haben, warum nicht? Vielleicht können wir dann auch noch eine zweite Kanone hinbauen. Ja, können wir, wunderbar. Herrlich.
Einmal alles geupdatet. 24% sind steigend, yep, weil wir einfach gerade alles opfern. Was ist es, was wirklich alles opfern? Können wir jetzt eigentlich mit unserer Flotte raus hier? Yep. Wir können raus und wir sind noch draußen, so wie es ausschaut. Definitiv. Wir tun alles, was wir tun können. Und das in Perfektion. So, wie schaut's denn hier aus? 15 Schaden hier, ein bisschen Schaden dort. Können wir uns hier noch ein bisschen einschmuggeln bei dem Ganzen? Ja, einmal hier. Und ein bisschen was hier von 3 Stück davon. Bingo, bingo, bingo. Passt. Hier ist sogar noch einen kleinen Piloten mit dabei. Und wunderbar. Macht die Altmigration platt. Rüstung ist entschlüsselt worden. Ja, aber die gibt es ja nicht mehr. Wir müssen deutschlandweit entschlüsseln. Die sind gerade das Problem bei dem Ganzen. Oh. Das ist weggefallen. Das ist weggefallen. Aber hier brauchen wir nochmal was. Das ist in Ordnung. Ich habe euch, ich habe auch. Bald kommen Reaktoren noch. Wenn sie gebaut sind, wird alles wunderbar prächtiger werden. So, bitteschön. Ich kann nur upgraden für nichts und wieder nichts momentan. Und wir sagen, unsere U-Boot-Flotte soll sich noch ein bisschen besser auskennen mit allem. Ja, komm, warum nicht? Chromeisen brauchen wir nicht, aber ein bisschen mehr Forschung ist immer angenehm. Wenn ich jetzt mal sage, ihr stoppt, könnten wir da wieder ins Bus kommen, es wäre echt angenehm. Es wäre wirklich angenehm. Flugzeuge und Fabriken verbinden? Ja. Ganz, ganz dringend ja. Lasst mich raten. Sie haben nichts verdankt. Okay, sie haben nichts verdankt, das passt. Bitte, wir möchten da durchgehen, da durchgehen, da durchgehen. Und da noch eine Verbindung bis nach darüber machen. Aber komplett drüber, was soll's. Dann hätte man nämlich zumindest ein kleines bisschen mehr an Versorgung hier oben. Es wird nicht viel bringen, aber etwas ist ja schon mal was. Wir greifen gerade nicht mehr an. Das heißt, wir durften eigentlich auch sagen dürfen. Türkei. Nichts mehr. Ja, alle Importe sind gestoppt, passt. Wir können das Maximum bauen hier unten. Ach, herrlich. Ein bisschen quasi uns wieder akklimatisieren. Während unsere Jäger einfach mal sonst alles niederballern. Haben wir mittlerweile eigentlich Gebäude vernichtet? Yep. Nach und nach machen wir es. Operation verbrannte Erde sehe ich hier auch in Wien. Die armen Wiener. Tut mir leid um sie. Das sollte nicht sein, aber ja. Kannst nichts machen. An der Stelle kannst nichts machen. Mechanisiert, wir haben LKWs, haben immer noch zu wenig mechanisiert, stelle ich gerade fest. Also wirklich viel zu wenig. Runterfahren. Habt ihr alle überhaupt... Nein, du hier noch nicht. Kann ich gerade sagen, müssten noch mal alle nach und nach in der Lage gewesen sein, ein bisschen was hier zu machen. So, wie schaut's hier aus? Das letzte Bollwerk, es platzt auf. Also Fabrikfusion. Düseninstitut für Düsentriebwerke kommt auch noch danach. Verschwindet ihr eigentlich hier oder nicht? Das ist die große Frage. Bombardiert werden sie auf jeden Fall. Yep. Hier kommt keiner lebend raus. Okay. Das ist zumindest schon mal eine gute Sache. 4 Millionen. 3,7 Millionen. Also
ansatzweise so viele Deutsche getötet, wie sie uns getötet haben. Das ist schon mal ordentlich. Wo bombardieren die uns bitte noch? Sie können uns nirgends bombardieren. Das ist ja, wo ich gerade nicht nachvollziehen kann. Überhaupt nicht sogar. Ist dem Kampf hier, aber den Rest nicht. Die Deutschen besitzen keine Luftwaffe mehr, von der ich wüsste zumindest. Eigentlich nicht mehr. Laut meiner Spionageakte ist hier so gut wie nichts mehr oben. Auch wenn sie noch 1000 im Lager haben. Bringt ihnen aber nichts. Bringt ihnen rein gar nichts. Ich wollte gerade sagen, jetzt da. Mit überwältigender Mehrheit. Zack, 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 zack. Ploppt sie nieder. Dann könnt ihr nämlich von hier oben aus angreifen. Hätte man nämlich nochmal eine zweite Front. Das wäre nicht das Schlechteste. Würde ich mich echt wirklich drüber freuen. Da haben wir schon alles gemacht. Jäger haben wir euch, haben wir auch. Na, gucken wir mal an. Da haben wir doch noch was übrig, so wie es ausschaut. Logistiker angreifen, hierhin. Beziehungsweise ihr helft noch hier mit aus. Dann haben wir nämlich über die gesamte Breitseite alles abgedeckt, was wir so brauchen. Scharfschützengewehr. Immer recht gut. 15.000. Ja, bitteschön. Ihr wollt mir 15.000 Waffen geben? So viel brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich nehme es gerne entgegen. Man kann nie genug Waffen haben. Eines, was ich immer festgestellt habe, man kann nie genug davon haben. Halbieren. Danach könntest du mich auch noch ein bisschen mehr angreifen. Das passt soweit. Teil der Hauptflotte. Wir müssen nicht mehr auf zweimal agieren. So, nochmal angreifen. Go, go, go. Die letzten paar müssen doch auch endlich mal hier raus. Gibt's doch gar nicht da. Solange wie die da schon drin hängen. Unmöglich. Militärpolizei, wichtig. Produktivität, noch hinterhergeschmissen. Was war's denn? Ah, ja, 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 ich weiß wieder. Ja, hier. Direkt eine A-Variante gemacht. Hihihihi. Gefällt mir sehr. Na komm schon. So, jetzt 90. Von zwei Seiten werde ich angegriffen. Jetzt kommen die letzten drei auch noch. Zack, zack, zack. Und endlich seid ihr befreit oben. Heide Witzka. Das hat gedauert. Das hat gedauert. Zördle. Wir haben euch da und euch da und euch da. Und dann sagen wir bitte, ihr sollt von hier oben aus reinkrauschen. Wunderbar, wunderbar. Haben wir noch was für euch? Yep, haben wir sogar. Eine klitzekleine Überraschung von oben. Welcher Angriff? Machen wir da gerne noch einen weichen Angriff. Ich würde sagen, die Amis sind ja auch noch da, also von dem her wird da jetzt mal nicht so viel passieren. Nichts Böses sogar. Düsenjets können auch gemacht werden jetzt. Okay. Halbflugzeugtypen werden billiger. Oder mehr Erfahrung legt günstiger. Wenn wir die günstiger haben können, dann machen wir so. Gibt es denn hier eine Zugverbindung rüber? Noch nicht, aber wir werden eine herstellen. So, wunderbar. Mit dem Zug wird alles hier besser werden. Genauso wie der Rest. Teilen mit Griechenland Unterstützung, was? Manchmal gibt es schon komische Sachen, aber
wie es ganz hier weitergeht, beim nächsten Mal. Macht's gut und wie immer, tschüssle. Und eventuell wird es sogar die Finalfolge werden. Hehe.